Gut euch zu sehen, Leute. Robin hier, aka San Cruzo. Willkommen zu diesem Video. Heute mal ein faules Video von mir. Und zwar war ich ja am Donnerstag im Livestream vom Dennis auf dem Kanal The Producer Network. Wer das noch nicht gesehen hat, gerne angucken. Und da wurden unter anderem ein paar Fragen gestellt von Dennis und vom Live-Chat. Und darauf habe ich dann spontan reagiert und in diesem Video werde ich euch einfach mal so ein bisschen die Highlights rausschneiden und aneinander reihen, wo ich denke, was vielleicht interessant sein könnte für euch. Ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt mal den kompletten Livestream aus. Ich gehe in dem Livestream ein bisschen mehr auf das No Hugs Remake ein und es wurden auch noch sehr viele andere Fragen gestellt. Also ja, checkt es mal aus. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ciao. Du sagst halt jetzt auch direkt Reverse Engineering, sprich, du hast keine Ausbildung wie viele andere irgendwie an der SAE gemacht oder am Hofer oder an der Popakademie, Deutsche Pop oder wie sie nicht alle heißen, sondern du hast dir alles selber so auch beigebracht? Genau. Ich habe keine Ausbildung in dem Bereich. Ich habe mir das alles über die Jahre selber beigebracht. Ich mache schon recht lange so Musik und spiele schon recht lange auch in einer Band. Und da kam das dann irgendwann so, dass ich dafür verantwortlich war, die Sachen aufzunehmen. Hat mir natürlich auch Bock gemacht und dann habe ich auch die Sachen abgemischt, die wir dann aufgenommen haben. Und so bin ich da irgendwie reingekommen, hat mir immer Bock gemacht. Und ja, YouTube hat mir sehr viel beigebracht und natürlich auch sehr viel über Fehler und ich habe auch viele Bücher und so gelesen. Damals, wo ich angefangen habe, war auf YouTube noch nicht so extrem viel darüber wie heute. Deshalb auch ziemlich viele Bücher darüber gelesen. Ich habe keine Ausbildung, keinen Mentor, wie gesagt. Deshalb muss ich das Ganze halt irgendwie selber reverse-engineeren und darüber halt gucken, wie moderne Techniken angewandt werden und wie die Großen das machen. Du arbeitest mit FL Studio auch schon länger? Ja, also ich mache schon sehr, sehr lange mit FL Studio. Damals angefangen einfach nur mit den Beats, dann ziemlich viel Mixing in FL Studio gemacht. Deshalb kann ich das alles irgendwie ein bisschen. Aber mittlerweile halt auch sehr viel mit Studio One. Vor allem das Mixing und das Vocals bearbeiten und sowas. Das finde ich da irgendwie entspannter. Ja. Aber ja, FL Studio immer noch unschlagbar für Beats machen, finde ich. Ja? Ja, vor allem so diese Step-Sequencer und Piano-Roll-Sache, das ist, glaube ich, so das Einzige, wo ich immer wieder auch bei Studio One dann mir denke, das hätte ich jetzt irgendwie gerne so easy. Ich weiß nicht, wie das bei Ableton ist, du machst ja ziemlich viel mit Ableton, ne? Ja, Ableton tatsächlich. Und da, das findest du trotzdem auch da besser, oder? Keine Ahnung, also ich habe ja, wie gesagt, jetzt so ein bisschen die Erfahrung gesammelt mit FL Studio. Und hab schon gemerkt, dass mich die, so wie ich in FL Studio an den Beats gearbeitet habe, hat mich das schon sehr geprägt wie ich in Ableton arbeite. Aber sonst, ich mache jetzt auch kein Hexenwerk draus. Ich meine, ich spiele eigentlich fast alles selber ein über eine MIDI-Tastatur. Ich packe irgendwelche Filter drauf, ich mache irgendwelche Effekte drauf. Drums setze ich meistens mit der Maus. Genau, gerade wenn es jetzt irgendwie richtig Hi-Hat-Gewitter gefragt ist. Ja, vor allem halt bei dem Remix, der hatte irgendwie 4,5 Millionen oder vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht mehr, Klicks gehabt. Also ich glaube auch, dass Loredana den gehört hat. Ey, also Wahnsinn, ja. Ohne Witz, auch mal Props an dich, dass du das so im Alleingang mal eben so gemacht hast. Also es ist echt cool. Danke, also danke. Props an dich. Danke, auf jeden Fall auch Props an die Kiddies auf TikTok, die das richtig gepusht haben. Meine Schwester hat mir letztens noch ich weiß nicht mehr, wie das bei TikTok ist, so eine Seite geschickt, wo alle Videos sind, die
wo dieser Remix quasi von Leuten benutzt wurde als Sound. Und das waren irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Leute, die dann, oder 40.000 Leute, die dann auf meinen Remix so ein Video gemacht haben. Und wahrscheinlich ist es dann so, so kann ich mir das vorstellen, dass die Leute dann dachten, hey, was ist das für ein Song, was die da in ihrem Video benutzt, weil das haben auch irgendwie berühmtere Leute benutzt. Und dann dachten die Leute, ey, was ist das für ein Song, ich gebe das mal auf YouTube ein, Loredana, Mama, Papa, und dann haben die das geklickt. Und dadurch ist das, also ist eigentlich durch TikTok so groß geworden. Frage an Robin. Ja. Er hat ja einen Zweitkanal, auf dem er selbstgebaute Beats hochgeladen hat. Der letzte ist jetzt 4 Monate her und haben leider zu wenig Aufmerksamkeit. Machst du noch Beats und wirst du noch weitere hochladen, ist die Frage. Oder hast du ausgesorgt? Ausgesorgt habe ich auf jeden Fall nicht. Im Gegensatz zu dir, Dennis. nee, ich mach schon noch Beats. Allerdings ist Beatmaking so eine Sache, wo ich ungern so Druck habe und mir halt aktuell auch so erlauben kann, dass ich nicht immer Beats hochladen muss, um die zu verkaufen. Ja. Und ich habe da einfach nicht gerne so einen Upload-Druck oder so, sondern das kommt einfach, wenn ich Zeit habe und wenn ich Bock habe, baue ich Beats und aktuell mache ich mehr so auch mit Künstlern direkt Beats, direkt auch mit Songs schreiben und sowas, eher so ein bisschen interaktiv. Aber klar, da werden bestimmt hier und da nochmal Beats kommen, wenn ich es fühle, aber verlasst euch nicht auf regelmäßige Uploads. Also ich so Remake kann. Wie lange so sitzt du jetzt an so einem Remake? Also wie gesagt, du hast ja mit Sicherheit einen Fundus jetzt über die Jahre des Reverse Engineerings, wenn ich es einfach mal so betiteln darf, ja schon natürlich auch einfach ein Repertoire an Preset-Wissen sozusagen, ne, und an Handgriffen. Aber ja, wenn jetzt gerade so ein UFO, ich finde gerade bei UFO ist so Sounddesign technisch passiert da sehr, sehr viel, ne? Auch, dass man die ganzen verschiedenen Layer raushört und auch begreift, was da eigentlich passiert. Wie lange brauchst du so dafür, dich da einzuarbeiten und das so auf den Level zu bringen, dass es wirklich quasi 1:1 bringt, was man ja hier bei dem Beispiel sehr gut hören kann? Ja, war bei diesem UFO-Ding, war das schon wirklich sehr, sehr lange. Wie du sagst, so UFO-Songs sind nicht so 0815 aufgebaut. Kann man fast schon so ein bisschen mit Travis Scott vergleichen. Der hat auch immer sehr besondere Sounds so in seinen Beats. Und das ist halt bei UFO oft auch so. Aber ich kann jetzt tatsächlich gar nicht wirklich sagen, wie lange das dauert. Also reden wir schon, reden wir darüber, dass du schon jetzt irgendwie 1, 2, 3 Tage da dran sitzt? Oder sind es eher ein paar Stunden? Nee, es sind auf jeden Fall mehrere Tage. Bei dem UFO-Ding waren es auf jeden Fall mehrere Tage. Ich glaube, ich habe das innerhalb von einer Woche oder so gemacht. Natürlich jetzt nicht jeden Tag 8 Stunden daran nur verbracht, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall eine Woche jeden Tag bestimmt 2, 3 Stunden daran gehangen. Okay. Also sowas dauert dann schon lange. Diese Vocal-Remakes, die gehen meistens ein bisschen schneller. Da, keine Ahnung, bin ich wahrscheinlich an einem Wochenende, also wenn ich mich dran halte, kann ich sonntags einen Song quasi Vocal remaken, der freitags rausgekommen ist. Aber dann kommt ja noch dieses ganze Video-Ding, das ist ja auch nochmal eine andere, das glaube ich auch, das, Baustelle. Das heißt, dafür brauche ich auch nochmal ein paar Tage. Das heißt, ja, das schon dauert schon alles. Wir haben jetzt hier die Frage, wie sieht dein typischer Alltag aus? Darkobeat schreibt, wie sieht dein typischer Alltag aus? Ich finde es als Selbstständiger oft schwierig, sich immer zu pushen und am Ball zu bleiben. Erstmal Gruß an Darko, Kuss geht raus an den Bro. So ein typischer Alltag, den gibt es eigentlich fast gar nicht.
Ich fange eigentlich direkt morgens schon an, wieder zu mixen, weil ich brauche das immer, das ist auch ein bisschen krank. Ich brauche das immer, dieses Gefühl, dass ich jetzt schon morgens direkt was gemacht habe. Das heißt, ich mache tatsächlich, bevor ich irgendwas anderes mache, mache ich morgens dann schon ein bisschen Was heißt Mixing, morgens? beziehungsweise. Das ist auch immer so eine Darlegungssache, habe ich festgestellt. Weil ich sage so, guten Ja, es sind Morgen um dann. 13 Uhr. Ja, nee, ich bin da ein bisschen. Ich habe da ein bisschen anderen Schlafrhythmus einfach. Ich bin meistens so um 8, 9 schon am Start. Was aber auch daran liegt, dass es hier morgens immer recht laut Okay. wird. Aufgrund von Nachbarn und sowas. Deshalb habe ich mir sowieso dann diesen Schlafrhythmus eher so angewöhnt, dass ich mich dann nicht im Bett rumwälze und denke, könnt ihr nicht mal alle leise sein, sondern ich stehe halt dann einfach auf. Und dann, genau, direkt Mixing für eine Stunde und dann ein bisschen was essen. Wenn die Sonne scheint, ein bisschen schnuppern, ein bisschen mal in die Sonne schnuppern. Das sind halt so Sachen, die man machen kann, wenn man selbstständig ist, was ganz cool ist. Und dann, ja, halt den ganzen Tag eigentlich mixen oder an Videos arbeiten oder Beats. Immer sehr viel so im Wechsel, damit ich immer, damit die Ohren irgendwie immer frisch bleiben. Also nie länger den gleichen Song. Ich wechsle das eigentlich immer so alle 1 bis 2 Stunden tatsächlich. Und ja, ihr wisst es selber, man hat keinen so strikten Ablauf. Ich bin aber, glaube ich, ganz gut darin, mich so zu motivieren und mich so wirklich daran zu halten, was ich irgendwie an einem Tag schaffen will. Außer wenn die Sonne scheint, dann sieht man mich nur in Bäumen rumklettern. In Köln. In Köln, genau. Oh Mann. Okay. Ja. Und ja, ansonsten, keine Ahnung, manchmal, klar, bin ich auch schwach und mache mal irgendwie ein paar Stunden nix und bin auf YouTube und scrolle rum und so. Und dann muss man halt, keine Ahnung, am Abend ein bisschen mehr machen und wo andere dann, keine Ahnung, sich mit Freunden treffen oder so. Dann sitzt man halt in der Stube, im Stübchen. Und ja, so ist das. Aber ich mag diese Freiheit zu haben. Ich glaube, so ein 9-to-5 wäre auch nicht wirklich was für mich. Ich mag es einfach so, dann selber entscheiden zu können. Aber dann muss man halt auch manchmal abends arbeiten oder am Wochenende sowieso. Also, das Ja, gerade bei dir, ne? Wochenende Release gibt es Friday kaum. ist Freitag. Genau. Und die Videos müssen produziert werden. Absolut. Ja, ich hoffe, das Ja, beantwortet war deine sehr Frage. ausführlich. Also, was ich meine, das war ja die Frage von dem Daku. Ja, ich habe auch mit Daku Ach so. geredet gerade. Ich habe ihn direkt mit Du angesprochen. Wir sind nämlich schon beim Du. Seit ein paar Tagen davor immer gesiezt. Und Liebe Grüße gehen raus an Daku genau. Beats. Du bist ja auch Ehrenmann hier bei uns im Chat. Wie kam es denn eigentlich zu der Idee, dass ihr das macht? Also, dass ihr das macht, sag ich schon. Dass du das machst, dass du darauf Bock hattest. Die Idee kam eigentlich aus Verzweiflung einfach, weil, wie gesagt, ich hatte halt keinen Mentor, aber ich wollte halt wissen, wie kriegen die das hin, dass es so klingt? Und dann dachte ich mir, okay, ich muss irgendwie selber rausfinden. Ich habe keinen, der mir sagt, ey, so wird das bei denen gemacht, so hat der das gemacht. Ich muss das komplett von hinten quasi aufrollen, damit ich weiß, wie gewisse Sachen gemacht werden, die halt nicht öffentlich auch gezeigt werden. Ja. Und dann habe ich das halt erstmal so für mich gemacht, weil ich das halt lernen wollte.
Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, das klingt langsam schon ziemlich nah dran. Und dann habe ich angefangen, das auch in so Tutorials zu machen. Und ja, dann ist es halt gut angekommen. Und dann habe ich das mehr und mehr gemacht. Und ja, mittlerweile ist das eigentlich so der größte Teil in meinem, auf meinem YouTube-Channel, ja. Cool. Also, wie gesagt, einfach aus Verzweiflung, weil ich das können wollte, aber nicht wusste, wie. Ja gut, aber ist ja mega, du machst es ja echt gut. Danke, ich Alfred H. versuch's. schreibt ganz ehrlich, San Crusoe ist sehr sympathisch und als Autodidakt versteht er sein Werk. Ich küsse dein Herz.